Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Dead Cells. Ich muss den Mauszeiger aus dem Bild holen. Und ich werde es dieses Mal wahrscheinlich versuchen, den Endboss wieder mal zu besiegen. Klar. Aber was ich eigentlich sagen wollte, was ich versuchen will, ist das mit dem Schneiden. Das werde ich diesmal hinkriegen. Weil das wäre cool. Yo, what the fuck? Alter! What the shit war das? Aua! Nee, da gefiel mir das andere besser, einfach nur was stärker hat. Das wäre übel nice, der Greifhaken. Mit der Tür. Sehr schön. So, was haben wir hier? Eine bessere Peitsche? Ja, deutlich bessere Peitsche. Nice, okay. Lol, das Vieh hat einfach meine Freunde getötet. Okay, den Moment, den war. Ja, Bro. Dann, auf geht's, ne? Verdorbenes Gefängnis. Auf geht's. Na, Bro, was willst du von mir heute? Ah, den Riesentöter, den will ich. Den bereite ich schon mal vor. Für den Endboss, weil. Dann kann man den sich dann direkt holen. Ach komm, nehmen wir einfach mit, warum nicht? Der Rest, den sind jetzt ins Verwerten wieder rein. Dann zeige ich mal her den Fleischschneider. Ah, das lustige Ding. Gut, ja. Hoffen wir, dass wir später noch einen bekommen davon. Gut, neue Waffe halt freigeschaltet. Ich kann jetzt wieder Sachen aufwerten. Ja, moin. Ist doch wohl klar. Ich da, achso, ich da muss ich auch sammeln, natürlich schon, stimmt. Dann gucken wir kurz hier unten rein. Erholung ist wichtig. Gehen wir diesmal so ein bisschen auf die guten Sachen. Und jetzt ins verdorbene Gefängnis. Das erste Mal. Krass, ne? Erfolg bloß nichts anfassen. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich weiß, ich will dich treten. Warte, ich muss? Ne, ich muss nicht, okay. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Jetzt habe ich natürlich die Truhe stehen lassen. Ja gut, ist kein Verlust, weil ich will erstmal den Bereich erkennen, dann, bevor ich irgendwas Dummes mache. Wie sonst immer. Darf ich sagen, dass es einfach nochmal besonders hässlich aussieht hier heute? Im verdorbenen Gefängnis. Boah. Ich glaube, ich will gar nicht sehen, womit der angreift. Theoretisch hätte ich den Fluss übernehmen können, wie man sieht, ne? Ich krieg ja gerade irgendwie das Maul oder so. Okay, doch. LOL! Okay, das Viech kann sich teleportieren. Jo. Was war das denn bitte für ein... Uff. Vor allem, dass die auch für einen Rückschluss haben, ne? Hallo, Schleimuck. Aha, easy.
soll ich dann machen? Was ein Kack, Alter. Das greift so schnell an, dass der Entwurfextraktor nicht funktioniert. Übelst assi. Und das Schleimvieh ist auch ziemlich nervig. Okay, das läuft schon mal ganz schlecht gerade. Stimmt, hätte ich längst vorher mal das machen müssen. Jetzt. Erstmal Käse essen. Schönes Ding, nice. Phasenverschiebung oder Hokutes Bogen oder das oder das. Ganz klar das hier. Ach ja, stimmt, ich muss wieder irgendwas hier in eine Frage stellen, ne? Wieder ein niederländisches Wort heute. Was wollen wir denn heute fragen? Warte mal, hab ich eigentlich schon zwei Schlüssel sogar gehabt? Ne, okay, nur einen. Ach, hier geht's zu den Gefängnissichern. Okay. Oder zu den Old Sewers. Das ist also nur ein alternativer Weg zu den. Der ist ein Bonus. Das hier ist ein Bonusareal im Grunde genommen, ne? Weil sonst, das letzte Mal, sonst wären wir jetzt direkt zu den Old Sewers gegangen, aber wir sind ja vorher noch immer hier lang gegangen. Und theoretisch kann ich halt durch die eine Bosszeit jetzt auf die Ramparts wieder gehen. Dann gehen wir von die alte Kanalisation, wie immer. Na, das wird lustig, das noch zusammenzuschneiden. Yeah, Bro. Makellos, genau. Neue Waffe. Lande kritische Treffer, wenn du mindestens 15 Sekunden lang keinen Schaden genommen hast. Ja, guter Versuch, ne? Da will ich noch ein bisschen reinhauen. Bei denen will ich kennenlernen. Den Irish Hammers, den Karabiner. Nein, das wollte ich gar nicht. Das schlampige Spiegelsein, das kennen wir schon. Ja, das ist gut. Dann haben wir die Phasenverschiebung noch hoch.
Oh, hallo, der Herr. Dann wir Ikdaos die Ochs nicht mehr. No. Nehmen wir die Vergeltung. Einfach aus Gründen. Ich hätte eigentlich nochmal Bock gehabt auf den Portier. Ich hätte nicht zur alten Kanalisation gehen sollen. Egal. Ja, diesmal sogar ohne Schaden. Und das nehmen wir mit. So, höre ich mal auf zu summen. Hier ist ganz merkwürdig, nicht die ganze Zeit zu kommentieren hier währenddessen. Deswegen fange ich hier die ganze Zeit an zu summen. Ja, wir sind jetzt in der Gastengruft. Das heißt, jetzt kommt unser Freund hier. Gucken wir einfach mal, ob sich das Schwert hier schon lohnt. Der Riesentod, ob der sich hier lohnt. Und den Rest haben wir schon mal hier rein. So, Riesentöter. 3680 Schaden bei Crit. Deutlich mehr. Richtig, richtig stark. Yo. Da ist sogar noch eine Stufe drunter im Grunde genommen. Die Crits hier von der Schlangenzähne waren sogar noch erhöht. Klar, die Crits hauen wahrscheinlich schnell zu, ne? Hey, sehr übel geiles Schwert. Gefällt mir. Die Animation ist auch süß. Ja. Wir nur nochmal auf. 20% mehr Schaden. Da kann man sich nicht beschweren. Moin, Bro. Brutalicious. Hauen wir einfach mal rein. Auch wenn wir, glaube ich, immer noch nur trotzdem nur zwei Dinger nehmen können. Ja, weil Ikdaos die Ochs bleibt. Ja, das war eine harte Verschwendung. Aber was will man machen, ne? Was will man machen? Ich meine, durch die Regeneration brauchen wir nicht so sehr die Tränke. So, auf geht's. Conjunctivius, warum bist du eigentlich links nicht festgemacht? Du weißt doch, du darfst eigentlich nicht... Oh. Ja, der Schaden ist ziemlich anständig. Ja.
Alter, warum mache ich keinen Schaden? Und wieso haben die so viel Leben auf einmal? Das ist wirklich, weil die so Boss-Tentakeln sind oder sowas. Warte kurz. Okay, der Schaden von Vermons Peitschen mit Crits immer noch höher als. Als vom Schwert so. Okay, zu dem kann ich mich hin teleportieren. Aber ich kann herziehen, lol. Das geht ernsthaft? Wie geil ist das denn? Perfekt. Das war's, Conjunctivius. Ein verfluchtes Schwert. Perfekt. Das wollte ich schon immer haben. Ne, kommt weg. Erweiterte Schmiede. Eins. Okay, cool. Nehmen wir auf jeden Fall. Hier unten ist das schlummernde Heiligtum, wo wir nicht hin wollen, sondern wir wollen wieder zum Riesen. Der Riese ist immer cool. Hui. Ja, der Kampf war erstaunlich einfach. Ich habe nicht mal einen Heiltrank gebraucht. Ja, mein Jungs. Verbessere die legendäre Schmiede. Ja, das heißt, es ist für den hier tatsächlich gewesen, oder was? Okay, cool. Was auch immer das bringt. Oder für den hier. Nee, eher nicht. Für den hier. Die Klinge hier wirkt bei, wenn das hier ein Elite-Gegner oder ein Boss ist, das heißt auch gegen Elite-Gegner nachher, das heißt, es lohnt sich immer noch. Braucht gerade gar keinen Heilbrunnen. Ist mal an. Eine Potion hat gereicht. Hart verschwendet. Ich meine, wenn wir das Schwert nachher, dieses Schwert hier nachher nochmal bekommen, vor dem Boss, das wäre so gut, vor dem Endboss, weil das macht ja richtig ordentlich Schaden, soweit ich das hier urteilen kann. Was, die zählen nicht? Mist! Shit, 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 shit. Okay. Ich dachte, die zählen als Gegner. Nein! Hab die extra angelockt hier aus der Truhe. Und jetzt bringt's nicht mehr was. Aber die haben gezählt, immerhin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier ist nur noch ein Teleporter. Okay, das heißt, 5 Gegner muss ich noch kriegen. Fluch, 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 fluch. Verflucht sei meine Dummheit. Ich glaube, das wird das erste und einzige
Cut-Video von Dead Cells sein, weil die meiste Zeit möchte ich auch dazwischen noch reden und sowas und irgendwie klappt das nicht ganz, wenn ich das unter denen dann rausschneide, weil dann rede ich einfach nicht mehr. Das ist ein bisschen doof. Deswegen wird das wohl das einzige geschnittene Video von Dead Cells bleiben. Ja. Ich krieg doppelten Schaden hier durch. Weg damit. Bro. Da hier. Ob jetzt. Auf der Kaverne. Jawohl. Alter. Lol, okay. Die sind magnetisch. Cool. Keine Leben mehr. Ganz üble Sache. Scheiße. Das war schlecht. Oh, nee, Mist. Okay. Dann lasse ich das jetzt gleich rendern. Und schneide das dann. Und gucke ich, dass ich im nächsten Mal wieder richtig aufnehme. Aber dann tatsächlich dann ungeschnitten, weil ich einfach zwischendurch ein bisschen labern will und sowas. Und das mache ich halt einfach nicht, wenn ich nicht aufnehme. Deswegen. Ja. Also wenn ich es nicht reinschneide, also wenn ich weiß, dass das so rauskommt. Deswegen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei einer weiteren Folge der Cells oder irgendwas anderem. Werden wir sehen, was das nächste kommt. Und ja. Bis dann. Ciao.